Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf dem Atzenberger Online-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute habe ich diese Schokolade für euch dabei von der Firma Niederegger in Lübeck mit 36% Kakao, eine vegane Sorte. Jawohl, das Ganze wird hier beschrieben als veganes Kakaoerzeugnis mit Haferdrinkpulver und Mandeln. Ja, klingt ja schon mal interessant. Wir haben eine 100 Gramm Packung, bezahlt habe ich dafür 2,95 € und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets. Jawohl, soviel zu den Fakten, dann würde ich sagen, jetzt kommt das Wichtigste. Ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Jawohl, es ist der Geschmack, deswegen öffnen wir jetzt die Packung und schauen uns mal unsere Schokolade an. Oh, schön verpackt, das gefällt mir. Schön in so einem goldenen Ding hier gehalten. Nice. Okay, dann auf damit und raus damit. So. Okay, hier ist sie schon. Das sieht doch schon mal sehr nice aus, würde ich sagen. Sie ist relativ dünn. Okay, dann geht's los. Ich probiere natürlich sofort unsere schöne Niederegger Schokolade. Ja, ist jetzt nicht gefüllt oder sowas, ne? Außer Mandeln sollen ja drin sein, aber da habe ich bis jetzt noch keine gesehen. Egal. Probieren wir mal. Ganz zart schmelzende Schokolade. Riecht auch sehr gut. Ja, die Schokolade schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Das einzige, schmeckt von diesen Mandeln, habe ich jetzt irgendwie noch keine dabei gehabt. 11% sind drin, steht hier auf der Rückseite. Naja, trotzdem, definitiv eine super leckere Schokolade. Wie gesagt, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dieser veganen Sorte und den Ritter Sport veganen Sorten, würde ich, glaube ich, diese hier vorziehen, den anderen. Ich zeige euch jetzt nochmal die Verpackung und dann würde ich sagen, gibt es auch schon mein Fazit. Okay, so, da gibt es auch schon mein Fazit zu dieser leckeren Schokolade. Also ich bin begeistert. Ich muss allerdings einen Daumen abziehen und zwar wegen dem hohen Preis, 2,95 € und weil ich von den Mandeln da ehrlich gesagt nicht viel geschmeckt habe. Ansonsten ist das, wie gesagt, eine sehr, sehr leckere Schokolade. Deswegen gibt es den Daumen nach oben von mir. Ich finde sie super, kann sie euch empfehlen. Wenn ihr so viel Geld dafür ausgeben möchtet, probiert die doch mal und schreibt mir mal was dazu in die Kommentare, wie eure Meinung zu dieser Niederegger Schokolade aussieht. Seid ihr genauso begeistert wie ich oder schmeckt sie euch vielleicht nicht? Ist sie euch zu teuer oder was auch immer? Ihr wisst genau, ich antworte natürlich auf alle Kommentare und lese sie und freue mich so über jegliches Feedback zu meinen Videos. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ganz besonders würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne morgen wieder bei mir vorbeischauen, denn ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltestvideos und würde mich freuen, euch auch morgen wieder bei mir auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Atzenberger.